zwei nach vorne und ein Kreis. Das heißt, wir machen unsere Füße warm, Sprunggelenk, schön strecken. Und hier versuchen wir schon zu spüren, dass wir mit dem Brustbein nach vorne oben drängen. Ich zeige es euch von der Seite. Das heißt, wir sind nicht nur hier, sondern drängen mit dem Brustbein nach vorne oben. Somit haben wir eine gute Haltung. Jetzt Richtungswechsel, nach außen drehen. Die Arme sind locker. Und der Oberkörper zieht uns wie immer nach oben. Fußwechsel auf rechts, links nach vorne und wir kreisen erstmal zur Körpermitte. Und wie immer, unser Oberkörper ist richtig hoch, aufgepumpt, mit dem Tango-Gefühl und Richtungswechsel nach außen. Schön kreisen und immer das Gefühl haben, dass der Oberkörper von oben hängt, richtig breit und offen. So, und was wir jetzt machen ist, wir gehen leicht auf den Ballen noch ein Stückchen höher. Das heißt, wir gehen auf den Ballen und der Oberkörper zieht uns nach oben, Schultern gehen nach unten und wieder absetzen. Wieder in den Boden drücken, auf den Ballen gehen, die Fersen bleiben in Kontakt und wieder absetzen. Kontrollieren, dass die Fußspitzen leicht nach außen sind. Noch einmal Fersen zusammen, Fußspitzen nach außen, jetzt in den Boden drücken, richtig auf den Ballen gehen, machen wir die Zehen schön warm und absetzen. Und noch einmal, in den Boden drücken, Fersen bleiben zusammen, richtig hoch, breit, Fußspitzen leicht nach außen und eine kreisende Bewegung von unserer Hüfte, Oberkörper bleibt. In der Mitte, sodass wir unsere Mitte des Körpers schön aufwärmen, schön warm werden. Wichtig ist gut, die Punkte abfahren, das heißt richtig nach vorne, zur Seite, nach hinten, zur Seite. Prima. Richtungswechsel. Genussvoll, der Oberkörper muss in der Mitte bleiben, so damit die Hüfte die ganze Arbeit macht und die Körper arbeiten. Zunächst nach vorne. Nach hinten, nach vorne, nach hinten, nochmal nach vorne, nach hinten. Das heißt, das Brustbein geht nach vorne oben und jetzt macht das Brustbein ein Loch. Noch einmal nach vorne oben und ein Loch. Nach vorne mit dem Oberkörper. Zur Seite, unterer Rippenbogen drückt nach außen und zur Seite. Zur Seite, zur Seite. Die Schultern sind parallel zum Boden, ganz gerade. Zur Seite, als würde jemand den unteren Rippenbogen nach außen ziehen. Und jetzt verketten wir die vier Richtungen. Wir gehen vor, seit, rück, seit. Vor, seit, rück, seit. Und jetzt kreisen. Das Gefühl haben, wir kreisen um eine Mitte herum, um unsere Achse. Schön groß den Kreis denken und die Schultern sind locker. Richtungswechsel. Richtig aufmachen. Der Oberkörper ist beim Tango so wichtig. Hier folgen wir, hier haben wir unser Gleichgewicht. Unser Ausdruck kommt vom Oberkörper, deswegen ist wichtig, dass er flexibel ist, wach. Und werden unsere rechte Hand an unseren Kopf hinlegen. Ja? So der untere Kopf gleich, der Hals quasi beginnt danach, der Nacken. Und jetzt versuchen wir in dieser Einbeinposition uns mit dem unteren Kopf leicht in die Hand hinein zu lehnen. Ja? Und mit der Hand machen wir einen kleinen Widerstand. Das heißt, dadurch zieht sich unser Kopf von unten leicht nach oben und wir können eine gute Korrektur von unserer geraden Haltung haben. Armwechsel, wir geben Kontakt und Druck und dadurch machen wir richtig auf. Ja, es spannt sich hier richtig unsere Haltung auf, die Schultern gehen nach unten, der Hals wird lang und das ist richtig so. Noch einmal Fußwechsel, Hand in den Nacken hier und jetzt leicht
reinlegen in diese Hand und spüren, wie der hintere Kopf unten schön lang wird nach oben und unser Oberkörper sich aufspannt. Machen wir das noch einmal, wechseln. Jetzt Kopfkorrektur und jetzt ziehen wir mit dem Oberkörper so weit nach oben, dass wir spüren, dass das freie Bein sich vom Boden hebt. Und zwar nicht, weil wir es anwinkeln, sondern weil die Haltung so weit nach oben strebt, dass das Spielbein frei wird. Fußwechsel, Handwechsel. Machen wir nochmal Oberkörperkorrektur, das soll sich richtig schön angenehm anfühlen. Und der Oberkörper drängt so weit nach oben und über unser Standbein, dass das Spielbein richtig locker ohne Bodenkontakt nach unten fällt. Und richtig locker. Fußwechsel. Tango-Haltung. Und das andere Bein ist richtig locker. Schütteln wir es leicht aus am Platz. Fußwechsel. Tango-Haltung. Und das linke Bein ist locker. Richtig ausschütteln am Platz. Locker lassen. Fußwechsel. Oberkörper hoch und locker lassen. Noch einmal Fußwechsel, Oberkörper hoch und locker lassen. Immer mit dem Oberkörper zu kontrollieren, das heißt nicht mit den Händen oder mit den Füßen, sondern das Gleichgewicht suchen wir mit dieser unglaublich energievollen Haltung unseres Oberkörpers und dann können wir richtig frei sein. Bringen das freie Bein nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Ganz strecken wir das freie Bein nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Position, elegant, Arme sind locker. Und jetzt, nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Und wechseln. Position. Und vor. Und rück. Und vor. Und rück. Immer schön strecken. Auch die Fußspitze. Und wechseln. Zur Seite. Um. Vor. Rück. Vor. Rück. Vor. Rück. Dehnen unseren Oberkörper. Nach hinten und dissoziieren wieder. Vor, zurück. Vor, zurück. Worauf wir achten müssen, ist, dass wir uns immer ganz gerade um eine Achse herum bewegen. Wie finden wir diese Achse? Indem wir den Oberkörper so weit aufspannen und das Gefühl haben, wir hängen von oben, dass sich der ganze Körper automatisch in eine gerade Linie begibt. Ja? Er fällt sozusagen von oben nach unten wie eine Kette und diese gerade Linie können wir dann gut spüren. Links nach hinten, Oberkörper nach rechts. Und vorne, Oberkörper nach links. Und hinten, Oberkörper nach rechts. Noch einmal. Vor, und rück. Fußwechsel. Das ist number one. Und jetzt. Dissoziation. Check. Und vor. Und rück. Und vor. Und rück. Immer wenn wir das Spielbein bewegen und uns dissoziieren, stellen wir uns vor, wir ziehen diese beiden Punkte auseinander. Das heißt, vom Körper weg und schön nach oben vorne. Oder vom Körper weg, wirklich diesen Zug und mit dem Oberkörper nach vorne oben. Somit bekommen wir nochmal eine andere Bereitschaft in unserem Körper, die uns hilft, elegant und voller Ausdruck zu sein. Jetzt haben wir vorne die Diagonale, Seite, Diagonale und hinten. Diese Punkte wandern wir jetzt kurz mit unserem Fuß ab, um uns überhaupt zu orientieren, welche Richtungen wir gehen. Wir auf den Boden, nach vorne, in die Diagonale, zur
Seite, Diagonale hinten und ganz hinten. Ganz hinten bedeutet in unserer Wirbelsäule hinter unser Standbein. Fuß wechseln. Vor, Diagonale, Seite, Diagonale und rück. Schließen und wechseln. Oberkörper hoch. Und vor, Diagonale, Seite, Diagonale, rück. Schön hinter uns in die Wirbelsäule, hinter unser Standbein. Und wechseln. Vor, Diagonale, Seite, Diagonale und rück. Leicht in die Knie und jetzt vor, bis hinten und schließen. Beim Schließen suchen sich die Knie, suchen sich die Knöchel und die Fußspitzen zeigen nach außen. Zur Seite. Leicht die Knie locker lassen und zeichnen wir den Kreis. Knie locker lassen, Kontakt, Fuß wechseln. Leicht die Knie locker lassen, nach vorne, bis nach hinten und schließen. Zur Seite und Kreis, schließen. Zur Seite und Kreis, schließen. Zur Seite und Kreis, schließen. Super, zur Seite. Schickt die Energie bis durch die Fußspitzen. Stellt euch vor, ihr habt da so LED-Strahler in euren Zehen und die strahlen noch weiter. Die ganze Energie geht durch das Bein bis zum Fuß. Und noch einmal, gut stehen. Und prima, noch einmal, zur Seite und Lulu. Okay, Seite. Gerade haben wir von vorne bis hinten gemacht. Und jetzt benutzen wir nur das vordere Viertel unseres Kreises. Das heißt, dieses Viertel und in diesem Viertel zeichnen wir zwei kleine Kreise. Wir machen eins, zwei, schließen, wechseln und in diesem vorderen Viertel zwei Kreise. Eins, zwei, wechseln und eins, zwei. Und wechseln. Und eins, zwei. Wir machen rechts zur Seite. Oberkörper macht auf. Wir drehen nach. Jetzt gehen wir. Links nach vorne. Gewicht verlagern, bis wir gut stehen. Achtung, hinten ist frei. Ist gestreckt, bleibt aber am Boden. Und jetzt drehen wir mit dem Oberkörper zur linken Seite. So lange, bis es nicht mehr geht. Und lassen unten nachschwingen. Strecken und Platz. Gewicht verlagern. Spielbein ist frei, bleibt aber hinten und jetzt oben, unten. Strecken und Platz. Gewicht verlagern. Gut ankommen. Hinten ist frei. Und jetzt oben, unten. Strecken und Platz. Gewicht verlagern. Oben, unten. Denken wir an die Übung, die wir ganz am Anfang gemacht haben, dass wir schön aufrecht bleiben. Strecken am Platz, Gewicht verlagern. Ziehen wir uns richtig hoch vom Oberkörper. Oberkörper und unten nachdrehen. Strecken am Platz. Gewicht verlagern. Gut ankommen. Oben, unten. Wir drehen oben. Drehen unten. Dann müssen wir schauen, dass wir ohne Gewicht ankommen. Dass nicht das passiert. Ja, dass wir nach hinten fallen. Das Spielbein muss Spielbein bleiben. Also wir werden gut mit dem Oberkörper auf unserem Standbein bleiben, wenn wir drehen. Wieder Achse suchen. Und jetzt ist das hintere Bein die ganze Zeit das Spielbein. Auch wenn wir ankommen, darf es nicht belastet sein. Jetzt kommt der Leckerbissen. Ja, was wir machen. Zur Seite. Vorwärts. Was wir jetzt machen ist, Rulo, Rulo, Bein nach hinten drehen. Schritt. Gut stehen. Und Rulo, Rulo, Bein nach hinten drehen. Zur Seite.
vorwärts anschauen. Schritt. Gut ankommen. Jetzt kommt die Rudung. Eins, zwei. Fuß hinten bleiben. Drehen. Und Schritt. Gut ankommen. Rudung. Fuß hinten. Drehen. Und Schritt. Gut ankommen. Rudung. Fuß bleibt hinten. Dissoziation. Und Schritt. Gut stehen. Und Rudung. Fuß hinten. Drehen. Und Schritt. Strecken das freie Bein nach vorne. Knie vor Knie. Vorkreuz. Nach oben. Und jetzt. Übersetzen und das Knie bleibt an derselben Position. Super. Oh, beautiful. Ganz toll. Nach unten. Strecken. Noch einmal. Wechsel. Nach vorne. Knie vor Knie. Vorkreuz. Gehen wir nach oben. Und eins, zwei, drei. Bleiben wir in der Vorkreuzposition. Nach unten. Ankommen. Bein nach hinten. Wir drehen. Strecken. Vorkreuz. Und Otsch. Gut stehen. Verzierung. Und strecken am Platz. Vorkreuz. Und Schritt. Rudung. Bleiben wir hinten. Drehen. Strecke nach vorne und nach unten. Währenddessen die Befreiung von unserem Oberkörper ist das Wichtigste. Das heißt, wir machen richtig Powerpaket. Oberkörper schön auf, den Rücken schön breit und genießen. Oberkörper hoch, Schulter nach unten, zur Seite. Drehen. Schritt. Gut ankommen. Rudung. Bein bleibt hinten. Drehen am Platz. Strecken. Kreuz. Und Verzierung. Und Schritt. Achse suchen. Verzierung. Drehen. Strecken am Platz. Und Schritt. Und drehen. Nach vorne. Und Schritt. Achse. Rudung. Und nach vorne. Übers Vorkreuz. In die Verzierung. Nicht mehr hinten, wenn wir uns drehen, sondern wenn wir drehen, lassen wir es ins Kreuz kommen. Ohne Gewicht. Ja, wichtig, wichtig, dass wir das Spielbein, das ins Hinterkreuz kommt, als wie ein Stift behandeln. Bedeutet, wir dürfen nicht nur mit dem Fuß ins Kreuz suchen, sondern wir müssen versuchen, das komplette Bein hinten einzuparken. Possible. So, wir drehen. Achse. Rulo. Bein nach hinten. Ocho, Hinterkreuz, Vorkreuz, Verzierung und Schritt, Rudung, Bein nach hinten, Hinterkreuz, Vorkreuz, Verzierung und Schritt, Rudung, Hinterkreuz, Vorkreuz, Verzierung. Und Schritt ins Vorderkreuz gehen, machen wir nicht Spitze von unseren Füßchen, sondern wir nehmen das hier, seht ihr diese Bewegung, so ins Kreuz. Von der Spitze über den Haken ins Kreuz. Das gibt einen irren Effekt, als würden wir sowas wie eine Welle mit unserem Fuß machen. Nur zuschauen. Strecken, Haken, Achse, Rudung, Hinterkreuz, vor und über den Haken ins Kreuz, nach oben, Verzierung,
Schritt. Rudung. Hinterkreuz. Über den Haken ins Kreuz. Und. Schritt. Rudung. Hinterkreuz. Über den Haken ins Kreuz. Verzierung. Und Schritt. Noch einmal. Rudung. Jeweils in seinem Tempo genussvoll. Rulo. Hinterkreuz. Oberkörper immer schön hoch. Da unsere Gleichgewicht, unsere Balance finden.